Der folgende Film ist möglicherweise, was machen Sie denn da? Ich tu putzen. Und könnten Sie das nicht nachher machen, wenn die Aufnahme vorbei ist? Ach so, hier wird aufgenommen, jetzt live? Okay, dann geh ich mal wieder. Eben, ja. Ja, ich bitte drum, so war ich. Genau. Der folgende Film ist möglicherweise nicht für jüngere Zuschauer geeignet. Wir bitten um Ihr Verständnis. Was denn? Im Ernst? Was stinkt denn hier so? Auch guten Morgen. Na, nach was schaut's denn aus? Guten Morgen, Herr Kluttenberg. Ja, danke auch. Und schönen Gruß nach Bayreuth. Guten Morgen. So, und nun stehe ich Ihnen zur Verfügung. Vorübergehend natürlich. Ich habe hier Ihren Fisch. Wie wollen Sie ihn denn heute zubereitet haben? Gegrillt. Ich betone, vorübergehend gegrillt. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe noch wichtige Telefonate zu führen. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Herr Kluttenberg. Hallo, was soll das? Können Sie nicht anklopfen? Grüß Gott. Ich wollte mich nur erkundigen, wann Master Stimmt's landet. Einen Moment bitte. Lassen Sie mich mal sehen. Hey! Master Stimmt's, halten Sie durch! Halten Sie doch! Beiseite da! Master Stimmt's, wie geht es Ihnen? Wie es mir geht? Es geht mir doch schlecht! Bleiben Sie mir vom Leib! Wir werden jetzt wieder mit der Kutsche zurückfahren und dann, wenn wir angekommen sind, werden Sie erstmal ein Bad nehmen. Sie stinken ja bis zum Himmel! Ausgerechnet eine Pferdekutsche! Nein, das lasse ich mir doch nicht bieten! Eben! Ich erwarte doch, dass man mich mit einer Limousine abholt. Ja, und mit keiner blöden Kutsche. Stimmt! Ups. Entschuldigung. Was war das denn? Oh, anscheinend bin ich gerade im Tempel angekommen. Immerhin, gut ausgeschildert ist das Ganze ja schon irgendwie. Puh, das ist ganz schön hoch. Also so wächst bestimmt kein natürlicher Felsblock. Entschuldigung, die Herren, ich darf... Au! Ist das so eine Art hier mit Touristen umzugehen?
Ach so, verstehe. Ja, in heutigen Zeiten ist eben nichts mehr umsonst. Einmal eine Eintrittskarte, bitte. 3,50 ja, Moment. Wo habe ich denn... wo ist denn schon wieder... Ach, kleiner habe ich es jetzt nicht hier. Bitte schön, der junge Herr. Hallo, bekomme ich vielleicht auch noch irgendwas zurück? Oh, wie konnte ich das vergessen? Mein Fehler. Ein Skorpion! Zuerst doch noch Geld ausgeben und dann auch noch einen Skorpionenbiss riskieren. Guten Tag. Wenn ich jetzt nicht hinhaut, dann schlage ich alles kurz und klein. Na, die Herren, stimmt die Karte so? Schon besser, die Herren. Na bitte, man muss sich eben nur zu helfen wissen. Wichtig ist, dass ich dem Mammutfass schon wieder um einen Schritt näher bin. Hallo? Hallo? Ist da noch jemand außer mir? Anscheinend nicht. Na immerhin, die Massage kann ich mir sparen. Wieso bin ich nackt? Weswegen war ich nochmal hier? Soll das ein Scherz sein? Ein altes Gerippe bewacht den Furz? Nein, niemand wird ihn bekommen. Nicht so schnell, ich glaube, ich habe da was aus Ihnen gehört. Diese deine Gedanken und ich werde die wichtigsten Wunsch streichen. Es freut mich sehr, dass ihr jetzt doch noch gekommen seid. Ich meine, ich habe ja zwar auch einen ziemlich straffen Terminplan, aber zum Glück konnte ich euch ja noch irgendwo reinquetschen. Ja, stimmt doch, oder Dolph? Der Terminkalender ist jetzt immer ziemlich... danke, Steffi. Hab dich, Theresa. Und hier kommen wir dann in mein neu eingerichtetes Wohnzimmer. Entschuldigt bitte die kleinen Unaufgeräumtheiten hier. Aber naja, wir sind ja noch gerade in der Umbauphase. Oder? Aber ob ihr auf eurem Planeten Umbauarbeiten oder nicht habt, macht auch keinen Unterschied, denke ich mal. Es sieht doch alles eh gleich aus. Stimmt's? Wie in einem Schweinestall, möchte man sagen. Aber naja, dann bist halt du eben der Chef der Schweine auf deinem Planeten. Benimm dich da! Du hast mich schon richtig verstanden, du Schwein! Hörst du nein! Das reicht noch lange nicht! Gib es doch zu, dass du immer am Abend immer dein Abendessen aus dem Schweinetrog isst! Ich war der Tisch! Hey, Dolph! Und was ist mit meinem Tee? Bekomme ich auch bald einen? Natürlich, Master! Stimmt's! Ich eile!
Grüß Gott. Grüß Gott. Lassen Sie mich nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ist die Maschine schon fertig? Und? Da haben Sie aber Glück. Wir sind gerade vor 3 Minuten fertig geworden. Hier ist die Apparatur. Ah ja, gut. Und was macht denn nun im Detail? Lassen Sie es mich so erklären. Diese Maschine bestrahlt alle, die keinen von unseren eigens entwickelten Schutzanzügen tragen, mit dem Stimmungsvirus. Nur besser und schneller und flächendeckender als das Original. Ach, das ist gut. Sollen wir sie nun anwerfen? Natürlich! Worauf warten Sie noch? Okay, aber ich warne Sie. Das Ding wurde noch nicht getestet. Sehe ich etwa nicht risikofreudig aus? Okay. Ja, schon mal wird die ganze Welt sich vor mir verbeugen müssen. Und wenn es dann soweit ist, werde ich... Was war das denn schon wieder? Ich dachte, das Ding funktioniert. Ups, das hätte ich noch einkalkulieren müssen, dass die Maschine doch etwas mehr Strom braucht, als unserer Stadt zur Verfügung steht. Naja, davon will ich jetzt nichts mehr hören. Wenn ich wieder zurückkomme, dann funktioniert gefälligst alles. Sonst... Was ist denn das schon wieder? Stromausfall? Moment, ich geh mal kurz nachsehen in der Küche, ja? Hey, Dolph, weißt du, was ist mit diesem Stromaus... Dolph! Das ist nicht so, wie Sie denken, Master, stimmt's? Ach ja? Wie ist es dann? Du solltest mir doch einen Tee machen, oder? Und ich sehe hier immer noch keinen fertigen Tee. Ja. Ich mach Ihnen gleich den Tee, Master, stimmt's? Entspannen Sie sich dabei noch bei Ihren Gästen im Wohnzimmer und dann komme ich und werde Ihnen das servieren. Manfred, kannst du nicht einfach durch die Tür kommen? Ja, naja, eigentlich schon, aber so sieht's irgendwie actionmäßiger aus. Naja, gut. Wo du recht hast, hast du recht. Ah, Manfred, Sie sind schon da? Das ist gut. Da mache ich Ihnen gleich mal einen Tee. Und? Hat es geklappt, Mann? Ich sollte doch zuerst einen bekommen. Nur ich werde Ihnen den Furz nicht geben. Was fällt Ihnen ein? Das können Sie... Sie werden mir jetzt diesen Furz aushändigen. Ansonsten kann ich für nichts garantieren. Das trifft sich gut. Ich nämlich auch nicht. Wenn Sie den Furz unbedingt wollen, dann müssen Sie ihn sich holen kommen. Und das nur bei meiner Leiche. Was meinst du damit, Dolph? Was für ein komischer Furz? Das ist gar nichts, Master. Stimmt. Ja, ihr Tee. Ich habe mich selten vor Herausforderung gedrückt. Als werde ich mir vor dieser auch nicht drücken. Heben Sie endlich auf! Niemals! Na gut, dann eben nicht. Sie haben einen starken Willen, Manfred. Respekt. Aber trotz allem muss ich Ihnen den jetzt mit ganzer Gewalt brechen. Versuchen Sie es doch! Töricht wie immer. Das habe ich mir schon gedacht. Muss ich Sie erst daran erinnern, dass ich hier in meiner Tasche eine kleine Fernsteuerung habe und nur rechtzeitig auf den roten Knopf drücken brauche und dann werden Sie in die Luft fliegen. Ist Ihnen das lieber? Was zum Teufel soll das? Ich habe dich nur auf den Stiegen liegen gefunden, das ist alles und dann... Sie Monster! Das ist eine Selbstmordmanschette. Selbstmord... Was? Was? Seh dich erst einmal an, weitere Details folgen. Gürze! Schon fertig? Ja, eigentlich schon.
Okay, dann komm mal raus mit mir. Ich erkläre dir alles auf dem Weg zum Wagen. Schon gut. Hier, nehmen Sie. Danke, Manfred. Irgendwie verstehe ich das nicht. Hat das was mit mir zu tun? Was? Sollen Sie mir meine Frau gebracht? Dafür werde ich Sie vier Schnell, mein Junge! Da! Danke, Master. Stimmt. Aber jetzt verschränken Sie bitte die Hände hinter den Kopf und nähern sich langsam Richtung Fenster. Die Hände verschränken? Ist das nicht ein bisschen kindisch, Dolph? Für was denn das schon wieder? Das Spiel haben wir doch zuletzt bei meiner Geburtstagsfeier gespielt. Es tut mir zwar leid, aber eigentlich, wieso sage ich nicht gleich die Wahrheit? Ich freue mich jetzt auf das, was folgen wird. Grüßen Sie Gott von mir, Master. Das ist einfach nur lächerlich, Dolph. Du weißt doch, dass mich normale Kugeln nicht töten können. Stimmt doch, oder? Ja, schon richtig, Master, stimmt's. Aber das ist keine nur gewöhnliche Kugelmunition. Das ist... Ach, ich erklär's Ihnen lieber nicht, Sie werden es schon gleich merken. Merken? Was sollte ich bitte schön denn... Was ist denn das schon wieder... Es kratzt mich auf einmal so. Das fühlt sich nicht gerade gut an, Dolph. Geht runter von mir, ja. Endlich! Seh dir diese Welt da draußen an. Sie braucht eine neue Führung. Unsere Führung! Schließ dich mir an, Manfred. Du hast etwas, das diese anderen Idioten niemals haben werden. Gemeinsam werden wir Großes vollbringen. Ich... Gesundheit! Hast du gerade... Nein! Aber nicht diese Ungerechtigkeit. Da haben Sie aber Glück. Wir sind gerade vor 3 Minuten fertig geworden.
Die folgende Szene spielt sich zwischen dem Ende von Stimmt's 4/2 Teil 1 und dem Anfang von Stimmt's 4/2 Teil 2 ab. Oh mein Gott, wer kann sich denn sowas merken? Das ist doch Blödsinn, er hat sich den Text überhaupt einfallen lassen. Hey, Moment! Nun bitte den Antrag. Ach, oh, Dad! Also, ich würde Ihnen das schon empfehlen. Ich meine, wenn nicht, dann könnte das ziemlich hässlich werden unter Umständen. Also, ich... Nein! Oder doch? Was zum Schnappel? Gut, dann hat ja alles nun seine Recht und Ordnung. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Das...